Der Dreitälerpass und das Brandnertal haben sich zusammengeschlossen und es gibt eine neue Karte. Was hat Sie zum Zusammenschluss bewegt? Ja, es ist eher so, dass jetzt kein neues Produkt entstanden ist, sondern dass der Dreitälerpass um die Bergbahn am Brandnertal erweitert worden ist und das Angebot entsprechend attraktiver jetzt geworden ist. Eben, dass die Saisonkarte, es geht nur um die Saisonkarte, auch im Brandnertal gültig ist. Was uns dazu bewegt hat, ist, dass wir sehr ähnliche Kunden ansprechen aus denselben Regionen und dass es da sich dann irgendwie anbietet, die gemeinsam in unsere Gebiete zu holen. Wie groß ist denn jetzt das neu erschlossene Skigebiet? Also es handelt sich ja um einen Verbund mehrerer Skigebiete. Das sind in Summe 37 von kleinen Dorfliften bis zu großen Skigebieten wie Schröckenwart, der Mühlsmelau, Diedamskopf, Bergbahn am Brandnertal. Und wie gesagt, insgesamt annähernd 500 Pistenkilometer, die mit dieser Karte befahren werden können. Und wir sind überzeugt, dass wir also durch dieses Angebot am Markt bestehen können, ein marktfähiges Produkt geschaffen haben und hoffen natürlich auch, dass wir dadurch Marktanteile gewinnen können. Beide Partner. Verändert sich dadurch der Preis? Ich habe vorher erwähnt, dass ja eigentlich nur die Saisonkarte Dreitäler erweitert wird um das Angebot Brandnertal. Also der Preis bleibt derselbe. Und ich glaube, dass allein das ist schon eine sehr attraktive Sache. Wir haben also die Gelegenheit nicht genutzt, hier irgendwelche Preiserhöhungen zu machen, sondern wirklich zum selben Dreitälerpreis das Angebot merklich gesteigert und noch attraktiver gemacht. Der Basispreis für die Saisonkarte ist 370 Euro für einen Erwachsenen beispielsweise.